willkommen auf Marzis Welt. Heute habe ich wieder eine kleine Nähanleitung für euch. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr so einen wendbaren Bezug für eine Taschentücherbox selber nähen könnt. Die Taschentücherboxen, die man kaufen kann, sind ja meist nicht so hübsch. Daher ist es ganz schön, wenn man passend zur eigenen Deko einen niedlichen oder auch ganz schlichten Bezug selber nähen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Als erstes müsst ihr eure Taschentücherbox ausmessen und euch Breite, Tiefe und Höhe notieren. Meine Box hat die Maße 23 x 11,5 x 8 cm. Nun folgt ein bisschen Rechenarbeit. Die Länge eures Rechtecks, das ihr zuschneiden müsst, ermittelt sich aus der Breite plus 2 mal die Höhe plus 2 cm Nahtzugabe. Die Breite des zuzuschneidenden Stoffstücks errechnet sich aus der Tiefe plus 2 mal die Höhe plus 2 cm Nahtzugabe. Setze ich hier meine gemessenen Werte ein, kriege ich eine Rechteckgröße von 41 x 29,5 cm. Dieses Rechteck schneide ich zweimal zu, einmal aus Außenstoff und einmal aus Innenstoff. Die beiden Rechteckteile lege ich nun rechts auf rechts übereinander. Mit einem Stoffmarker markiere ich mir auf dem Stoffstück die Mitte. Dann nehme ich mir die Taschentücherbox zur Hand. Ich öffne den Pappdeckel und verwende den Pappdeckel als Vorlage für den Eingriff. Dazu muss ich nun auch die Mitte des Pappdeckels ermitteln und lege die beiden Mittelpunkte übereinander, sodass ich dann den Pappdeckelumriss mittig auf das oben liegende Stoffteil übertragen kann. Dann markiere ich mir meine Nählinie 0,5 cm innerhalb davon. Mit Stecknadeln stecke ich die beiden Stoffstücke entlang dieser Linie aufeinander. Dann nähe ich mit einem Geradstrich entlang dieser Nählinie. Anfang und Ende dabei mit Rückstichen sichern. Mit einer Stoffschere schneide ich nun ungefähr 5 mm innerhalb der Nählinie das Oval aus. Anschließend muss ich an den Rundungen vorsichtig die Nahtzugaben bis zur Naht einschneiden. Dabei allerdings auf keinen Fall die Naht durchtrennen. Durch das Einschneiden können dann die Rundungen besser ausgeformt werden. Jetzt wird die Arbeit so gewendet, dass beide rechten Stoffseiten außen liegen. Anschließend bügelt ihr das Teil gründlich, sodass die Rundungen glatt liegen. Die Aussparung wird nun schmalkantig mit einem Geradstich abgesteppt. Dabei Anfang und Ende wieder mit Rückstichen sichern. Damit die Box ihre Form bekommt, müsst ihr nun die Ecken zuschneiden. Dazu verwendet man am einfachsten eine Vorlage. Ich habe mir aus einem Stück Papier ein Quadrat mit den Maßen 9 x 9 cm zugeschnitten. Länge und Breite des Quadrats ergeben sich aus der gemessenen Höhe der Box plus 1 cm Nahtzugabe. Diese Vorlage legt ihr nun in die Ecke und markiert euch die beiden freien Seiten auf dem Stoff. Das Ganze wiederholt ihr für die drei anderen Ecken des Stoffstückes. Beim Zuschneiden ist es ganz wichtig, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich, sondern unbedingt 1 cm Nahtzugabe lasst, da es sonst sehr schwierig wird, die Stoffhülle über die Taschentücherbox zu ziehen. Nehmt euch nun eine Ecke des Außenstoffes und legt die Kanten rechts auf rechts übereinander und entlang der markierten Linie steckt ihr das nun fest. Diesen Vorgang wiederholt ihr für die anderen 7 Ecken von Innenstoff und Außenstoff. Entlang der gesteckten Bereiche wird jetzt genäht, Anfang und Ende werden wiederum mit Rückstichen gesichert. Nach dem Nähen überprüft ihr am besten die Passform der Hülle. Wie ihr seht, sitzt meine Hülle sehr straff aufgrund der vergessenen Nahtzugabe. Es empfiehlt sich, vor dem Weiterarbeiten Innen- und Außenstoff an der unteren Kante zusammenzustecken, darauf achten, dass die Ecken dabei gut aufeinander liegen und innerhalb der Nahtzugabe Außen- und Innenstoff zusammenzuheften. Dann kann bei den weiteren Schritten nichts verrutschen. Nun braucht ihr noch einen Stoffstreifen, der ca. 4 cm breit und ca. 10 cm länger ist als der Umfang eurer gemessenen Hülle. Aus diesem Streifen machen wir uns ein Schrägband selber. Ihr könnt natürlich auch gekauftes Schrägband verwenden. Den Stoffstreifen längs in der Mitte falten
und bügeln, anschließend wieder aufklappen und die rechte bzw. linke Längsseite jeweils 1 cm zur Mitte hin umfalten und bügeln. Euer Stoffstreifen sollte dann 3 Bügelkanten im Abstand von 1 cm zueinander aufweisen. Steckt nun den aufgeklappten Stoffstreifen rechts auf die Unterkante eurer Stoffhülle. Dabei kommt am besten der Stoffstreifen auf dem Innenstoff zu liegen. Orientiert euch beim Feststecken an der oberen Bügelkante. Die Enden des Stoffstreifens überlappt ihr erstmal locker auf dem Stoff und markiert euch auf einem Streifen mit Hilfe eines Geodreiecks einen 45-Grad-Winkel. Markiert euch auf dem anderen Streifenende nun ebenfalls diese Linie genau an dem Punkt, wo die beiden Stoffstücke übereinander liegen. Fügt jetzt rechts bzw. links dieser Linie eine Nahtzugabe hinzu. Bei mir ist diese als Strichelinie markiert. Dann könnt ihr die Stoffstreifen entlang der beiden Strichelinien zurechtschneiden und anschließend die beiden Stoffstreifenenden an der durchgezogenen Linie zusammen feststecken und festnehmen. Anfang und Ende dabei wieder mit Rückstichen sichern. Der Schrägbandring sollte jetzt perfekt um die Unterkante eurer Boxhülle passen. Faltet die Nahtzugabe auseinander und steckt das restliche Schrägband fest an die Unterkante. Entlang des gesteckten Bereiches wird nun Schrägband und Unterkante zusammengenäht, dabei wieder Anfang und Ende mit Rückstichen sichern. Dann wird das Schrägband entlang der beiden Bügellinien um die Unterkante herum festgesteckt, sodass die Unterkante sauber eingefasst wird. Von der Außenstoffseite aus wird nun das Schrägband schmalkantig durch alle Stofflagen festgesteppt. Auch hier wieder Anfang und Ende mit Rückstichen sichern. Zum Schluss kann die Hülle wieder auf den Stoff gezogen werden. Im Prinzip habt ihr eine Wendehülle genäht, sodass man ganz nach Wunsch Innen- oder Außenstoff sehen kann. Damit ist das Video auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es war alles gut erklärt. Falls ihr Fragen haben solltet, schreibt die einfach in die Kommentare. Bis bald. Tschüss.